Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect. Ja, wir waren beim Rat und haben eigentlich nicht wirklich viel erreicht. Captain Anderson hat nicht viel gesagt, sie sagt jetzt auch irgendwie nichts. Dieser Kerl hat Doch. irgendetwas vor. Welcher Kerl? Der da drüben, beim Keeper. Der da. Was? Oh nein, ich wollte nicht. Schon gut. Noch ein Also, interessantes was kann Gespräch. ich für Sie tun? Was? Oh nein. Sie haben mich ertappt. Sie verfolgen die Keeper? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Also, ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Doch. Ich fände das mal so geil, wenn es meine Antwort so einfach doch gäbe und der sagt dann halt auch nur das. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Er will als Freier arbeiten? Hö? Ja, ich könnte ja helfen. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne sie ja gar nicht. Ja und? Ich würde dich ja auch nicht kennenlernen. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Oh, na dann. Was machen Sie mit den Daten nach dem Scannen? Ich versuche, so viel wie möglich über die Keeper herauszufinden. Wir sehen sie überall arbeiten, aber wir wissen nur sehr wenig über sie. Ich bin Wissenschaftler. Ich möchte herausfinden, wie sie funktionieren. Was machen Sie mit den Daten Ah, nach dem okay. Scannen? Ich bin Warum Wissenschaftler. kann man Ich dasselbe möchte wiedergeben? Ja, herausfinden, ist wie sie gut. funktionieren. Dann Ja. sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann und viel Glück beim Scannen. Als ob. So, haben wir hier wieder mal eine tolle Sammelaufgabe. Nämlich 1 von 21 müssen wir sammeln. Beziehungsweise 20 müssen wir sammeln. Bin mir gar nicht sicher, ob ich. Doch, ich habe das schon ein paar Mal habe ich das voll bekommen. Geht die Aufgabe nämlich ein bisschen. Achso, hier geht es gar nicht so richtig weiter. Oh, mir kribbelt die Nase, ey. Echt unangenehm. Vor allem, wenn man nicht niesen muss, dann drehen mir die Augen wie verrückt. Okay. Ich musste niesen. Werde ich aber rausschneiden. Keine Sorge. Das müsst ihr nicht mitbekommen. Ich finde es ein bisschen komisch. Die sind so auf der einen Seite so, warum? Also schon klar, dass die mir nicht vertrauen. So von wegen, ich kenne sie ja gar nicht. Und dann sagt er, ja, ich bin Commander Shepard, jetzt kennst du mich. Naja, na gut, jetzt können wir das machen. Finde ich schon ein bisschen seltsam. So, jetzt muss ich mal ganz kurz die Nase putzen. So, jetzt kann es weitergehen. Ich frage mich, wie der da oben hingekommen ist. Ja, das ist dann halt auch eine ganz spannende Aufgabe. Aber hier gibt es halt auch immer mal sicher. Muss eine Menge Stufen bewältigen, um den Rat zu erreichen. Ob das wohl symbolisch für seine Wichtigkeit ist? Ich meine einfach nur, dass du müde bist, wenn ich hier oben ankomme, sondern denkst, ach, ich habe keine Lust mehr, mich mit denen rumzustreiten. Hier gibt es jede Menge solche Sammelaufgaben. Ach, hier, Mensch, der hat ja auch Nein. noch was für uns. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Commander? Okay, er will doch noch nicht mit uns reden.
Das Blöde ist nur, wenn man dann vergisst, welchen Keeper man schon hatte und an dieselben Stellen wieder abläuft. Jetzt können wir auch in die unteren Bezirke und... Ach so, nee. Es ist blöd, wenn man das schon ein paar Mal gespielt hat, das aber recht lang her ist. Und man so Sachen weiß, wie es weitergeht, aber man nicht mehr genau weiß, wie das Ganze in Gang kommt. Bei Fallout 3 zum Beispiel war es ein bisschen blöd, wenn man, als man so seinen Vater gesucht hat und manche Punkte übersprungen ist einfach und direkt, sag ich mal, für die Neue, ne? Dort finden sie Botschaften zu. Ja, und? Ach so, weil ich das dann geklickt habe. Da fehlt doch schon wieder jemand. Was macht denn die Frau? Man kam dann direkt zum nächsten Punkt und hat quasi, ist zu Punkt C gelaufen und hat Punkt B ausgelassen. Ach ja, die Fahrstuhlfahrten. Kamen auch immer witzige Gespräche bei raus, finde ich. Okay, jetzt kommt gerade gar nichts. Ich kann nicht glauben, dass der Rat alle Beweise, die gegen Saren vorliegen, ignoriert hat. Saren ist einer ihrer besten Untergebenen. Es ist nur natürlich, dass sie seinem Wort eher glauben als unserem. Also jagen wir jetzt Hinweisen hinterher, während ein eingebildeter Turianer mit seinen Geht-Truppen frei herumläuft. So läuft es in der Politik, Chief. Ich hasse Politik. Das Fahrstuhllied hier, da gibt's ein Video dazu. Ich versuche das mal zu finden und mit zu verlinken. Ich finde das herrlich. Ich habe mich da schön weggeschmissen. Hat zwar überhaupt nichts eigentlich mit Mass Effect zu tun. Dieses Ding da drüben an. Was tut es? Bitte stören Sie die Keeper. Ich mache also. Hey, was meint sie denn? Das hier? Bitte stören Sie. Ich meine, sieht aus wie ein Masseportal, ne? Massenportal. Bitte stören Sie die Keeper. Ist das Ihre einzige Aufgabe, das zu sagen? Ach, die Quest. Ich sagte Ihnen doch schon, dass Sie gar nicht hier sein dürfen. Glaube ich noch zu wenig Überredung. Überreden. Ich würde die jetzt ein. Ach so. Na, denn werde ich erstmal schmeicheln. Und das und. Verstärkt kinetische Schilde mit einem Masseneffektschild, der große Mengen Schaden absorbieren kann. Angriffe, die Schilde durchdringen, durchstoßen auch diese Barriere. Ich glaube, ich werde erstmal weiter auf Werfen gehen. So, diese regenerierte Gesundheit aller durch Verabreichung von Medigel. Jo. Wäre natürlich. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht, wenn er das auch kann. Wir können wenigstens beide haben, aber ich weiß gar nicht, ob er das auch automatisch macht. Ja, wie gesagt, die wollte ich jetzt erstmal stehen lassen. Da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust, oder? Ach doch, wir machen das mal. Gibt Erfahrungspunkte. Was ist hier los? Dieser Hanar weigert sich, Vernunft anzunehmen. Warum kann er sich nicht auf anständige und gesetzmäßige Weise benehmen? Was ist denn das Problem? Werden hier irgendwelche Gesetze gebrochen? Ich bin nicht unvernünftig. Der Hanar kann seinen Unsinn frei verkünden, wenn er erst eine Evangelikalerlaubnis erworben hat. Ja, ist doch nett. Also, verhaften Sie ihn. Und wenn der Hanar eine Erlaubnis hat, kann er auch predigen? Nein. Angemeldete Evangelikale müssen bestimmte Regeln befolgen. Es gibt bestimmte Gebiete, in denen das Predigen legal ist. Wenn diese Regeln missachtet werden, dann wird die Lizenz widerrufen. Warum verhaften Sie den Hanar nicht einfach? Ich könnte den Wabbligen verhaften, aber mein Vorgesetzter verlangt eine Lösung, die den Hanar nicht verärgert. Die Hanar werden laut, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihre Religion unterdrückt. Der Wabblige. Was für ein Sinn steckt hinter der Evangelikalerlaubnis? Wenn religiöse Evangelikale gezwungen sind, sich eine Erlaubnis zu beschaffen, kann man unerwünschte Personen aussieben. So bleibt die Gegend sicher. Die Zitadelle ist zu wichtig, um zum Schlachtfeld für Religionskriege zu werden. Das stimmt wohl.
Sie sind erbärmlich. Ja, lassen Sie mich mal mit ihm reden. Vielleicht habe ich genug Überredungskunst. Ich könnte mit dem Hanar reden, wenn Sie möchten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag mit dem dickköpfigen Wabbligen gestritten. Sie können es gern auch mal versuchen. Möchten Sie von den Entflammten erfahren? Nein. Oder agieren Sie als Verstärkung für den ehrenwerten Zitadell-Sicherheitsofficer? Ja. Das ist gegen das Gesetz, das ist der falsche Weg, gibt es Ärger? Ich frage mich ja, ob das hier schon für, sag ich mal, gut und böse ist oder für vorbildlich und nicht vorbildlich. Weil theoretisch müsste es ja eigentlich blau und rot sein, glaube ich. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das einfach so, sag ich mal, freigelassen sind. Was machen Sie? Gibt es Ärger? Und Sie glauben, dass dies der richtige Weg ist, die Entflammten zu repräsentieren? Die Wahrheit der Entflammten muss verkündet werden. Sie gaben den Hanar die Sprache und dem Universum die Massenportale. Diese Person möchte nur die Worte der Wahrheit an alle richten, die zuhören möchten. Sie ist nicht an Ärger interessiert. Ja, ich mag solche Leute ja ehrlich gesagt nicht. Ich meine, sollen sie an ihre Religion glauben und so, aber die sollen halt die Leute in Ruhe lassen. Ich weiß gar nicht, warum er so erpicht drauf ist, das jedem zu sagen. Halt auch so. Zumal es ja eigentlich, wenn man die Geschichte von dem Ganzen hier kennt, stimmt's ja nicht mal, was er da erzählt. Ja gut, hier kann ich noch nicht benutzen, weil ich da noch nicht... Dann werde ich halt was kaufen. Wie wäre es, wenn ich Ihnen eine evangelikane Erlaubnis kaufen würde? Der finanzielle Aspekt ist Teil der religiösen Einschränkung. Diese Person lehnt es ab, dass jemand zahlen sollte, um die Wahrheit verkünden zu dürfen. Aber diese Person verfügt ohnehin nicht über die beim Kauf einer Erlaubnis anfälligen 150 Credits. Noch ein Bettler. 150 Credits können Sie haben. Eine sehr großmütige Geste. Sie sind kein Hanar, aber unterstützen uns dabei, die Wahrheit der Entflammten zu verkünden. Diese Person wird dem Zitadell-Sicherheitsofficer keine Probleme mehr bereiten und dankt Ihnen vielmals. Ja, so einfach geht das, ne? Ach hier. Endlich ist der Hanar weg. Ich danke Ihnen. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich muss mich bei meinen Vorgesetzten melden. Ach schade, ich dachte, ich kriege... Ach, ich habe 0 Medigil bekommen. Wow. Ich dachte, ich krieg 150 Credits. Bei Star Wars Knights of the Old Republic war das ein bisschen so. Da hat man, ich glaube, 50 Credits oder so für eine gute Tat ausgegeben und als Questbelohnung hat man 50 oder so bekommen. Oder 100. Und also nicht wirklich Verlust gemacht. Außer dann halt an seiner dunklen Seite. Warum bummelt denn einer immer so? Was ist mit euch los? Angesichts des kürzlich erfolgten Angriffs auf Eden Prime ziehen viele koloniale Investoren ihre Unterstützung für zukünftige Projekte zurück. Befürworter der ausgedehnten menschlichen Kolonialisierung bestehen darauf, dass Eden Prime einen Einzelfall darstellt. Aber dennoch gehen die Anmeldungen der Kolonisten drastisch zurück. Viele koloniale Angebote sind eingefroren, bis es eine Zusicherung gibt, dass menschliche Kolonien auch angemessen geschützt werden. Ja, ist wieder so, oh, da ist was passiert, dann will ich es doch nicht benutzen. Was hätten die gemacht, die Amerika besiedelt haben oder andere Länder, wenn die gesagt hätten, ne, ich gehe da erst hin, wenn es sicher ist, dann hätten wir ja nie andere... Denken Sie wirklich, dass wir in andere Länder bereist? Er spielt immer erst ein paar Runden Quasar vor der Übergabe. Oder überhaupt neue Sachen kennengelernt. Fist wird sicher sauer, wenn wir den Kerl in seiner Bar hochnehmen. Das ist der Punkt. Er soll wütend werden. Wütend. Ah, hier ist noch einer. Bin ich ja richtig? Zu den Bezirken. Ah, okay. Ey, ist schon wieder ein Fahrstuhl. Ernsthaft? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, dass man hier so viel Fahrstuhl gefahren ist.
Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Aber wenn man das so alles hört, so der Prediger eben, dann jetzt die Nachrichten, scheinen die Hanar schon ein bisschen fanatisch zu sein und irgendwie immer Stress zu machen. Oder häufig. Hallo? Tür? Jetzt. Achso, Türsteuerung. Ich habe Türsteher gelesen. Das war irgendwie Quatsch. Ich bin jetzt echt nicht sicher, ob ich hier richtig bin und wo ich überhaupt hinlaufe. Ich laufe ja eigentlich nur irgendwo lang. Das ist die. Hallo, kannst du mal die Waffe auswählen, die du auch benutzen kannst? Du Depp. Ja, schön. Hallo. Kannst du mal bitte deine Pistole auswählen? Meine Güte. Ist der schon tot? Ne. Auftragskiller. Schweinerei. Ich muss mal hier eben gucken. Was habe ich denn hier? Wo steht's denn? Nirgends. Was ist denn das hier? Orb und werfen. Achso, die 1 ist werfen. Okay. Er hat jetzt so gelacht. Nicht mitten in einem Kampf! Ich finde das schön, dass man die auch während des Kampfes anquatschen kann und dass sie dann so rummeckern. Weißt du gar nicht. Ach, hier haben die auch immer coole Kommentare losgelassen. 1 Million Lichtjahre von dem Ort entfernt, an dem die Menschheit begann. Und wir gehen in eine Bar voller Männer, die sabbernd nackte Weiber dabei beobachten, wie sie auf der Bühne mit dem Arsch wackeln. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das lustig oder traurig ist. Was? Sie glauben nicht, dass Sie wegen des Essens hier sind? Bestes Gespräch in dem ganzen Spiel. Also fast. Ja, hier könnte man jetzt der Alten noch zugucken. Ich meine, bis jetzt ist er Alleinunterhalter. Aber... Ja. Ich habe hier zu tun, aber nicht mit Ihnen. Ach so, na, dann mach mal weiter, was du da auch immer machst. Ach so, Mensch. Ja, mit. Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin doch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Ja, bei Krogane. Hier sind die Krogane auch richtige Scheißleute. Weil die sterben immer so schwer. So schlecht. Beziehungsweise stehen die schnell wieder auf und rennen auf einen zu. So, da haben wir einen Harkin. Ja, ins Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadellsicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Tja, aber ich denke mal, wenn du bei den Marines gesoffen hättest, wärst du auch schnell wieder draußen gewesen. Harkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadellsicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Sarin noch immer ans Leder? Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Ich muss bloß wissen, wo Garrus ist. Aber es hängt alles zusammen, verstehen Sie? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt.
Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Er sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Ja, das interessiert doch aber niemanden. Und ich meine, nicht nur, dass er im Dienst säuft, jetzt plaudert er auch noch, keine Ahnung, Staatsgeheimnisse oder sowas aus. Ah, Sie lügen. Warum sollte ich einem Trinker wie Ihnen glauben? Okay, fragen Sie Anderson. Er wird es Ihnen bestimmt sagen. Er ist zu blöd und zu stolz, als dass er Sie direkt anlügen würde. Sagen Sie mir einfach, wo Garrus ist. Garrus schnüffelte in Dr. Michels Büro rum. Sie leitet die Klinik auf der anderen Seite der Bezirke. Soweit ich weiß, ist er dahin zurück. Wie gut kennen Sie Captain Anderson? Bin ihm im Lauf der Zeit ein paar Mal begegnet. Ist einer dieser hartgesottenen Militärs. Ja, Sir! Nein, Sir! Mit dem Stock im Hintern kann man keinen Spaß haben, Sir! Wahrscheinlich wurde er deshalb so schnell befördert. Das Militär liebt Arschkriecher. Der Captain ist ein guter Soldat. Sicher, ist ja auch egal. Stecken Sie ihn in einen Anzug, heften Sie ihm Medaillen an und nennen Sie ihn einen Helden, wie alle anderen. Aber warum haben ihn die Spectres rausgeworfen, wenn er so toll ist? Warum fragen Sie ihn das nicht mal? Sie sollten mal in den Spiegel sehen. Werden Sie nüchtern und übernehmen Sie Verantwortung. Sparen Sie sich Ihre Predigt. Dies ist keine Kirche. Tja, aber er hat doch recht. Ich verschwinde. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Hier ist noch ein Ausrufezeichen. Habe ich hier noch was zu tun? Sprechen, Gast. Ach so, mit dem General muss man auch noch reden. Was ich nicht verstehe, warum nicht einfach zu einer Information gegangen sind. Ich meine, oder zur C-Sicherheit. Ich meine, wenn wir wissen, für wen der arbeitet, dann könnte man das doch auf offiziellen Wegen rausfinden, oder? Müsste doch eigentlich gehen. Na gut, mit ihm sprechen wir aber in der nächsten Folge dann und wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss! Wenn die Gate einen Standort eingenommen haben, treiben sie die toten und lebenden Opfer zusammen und spießen sie auf mechanische Dornen. Diese Dornen verwandeln die Opfer blitzschnell in ausgelaugte Hüllen, indem sie ihnen Wasser und Mineralien entziehen und sie durch kybernetische Komponenten ersetzen. Die kybernetischen Komponenten reanimieren das tote Fleisch und Gewebe und verwandeln die Leichen in seelenlose Tötungsmaschinen. Einige der Allianzsoldaten nennen diese Absaugdornen Drachenzähne. Eine Referenz an die mythologische Erzählung von Kämpfern, die überall dort dem Boden entsprangen, wo die Zähne des Drachen Ares eingepflanzt wurden. Die Drachenzähne und das Erzeugen von Husks haben wenig mit der sonstigen Technologie der Geth gemeinsam. Es ist unbekannt, warum diese synthetische Lebensform sich die Mühe macht, winzige Mengen wiederverwendbarer Spurenelemente aus organischen Körpern zu extrahieren. Der Einsatzwert der Husks als Stoßtruppen ist dagegen offensichtlich.